Moin, moin, liebe Leute, und herzlich willkommen zur nächsten Folge The Elder Scrolls 5 Skyrim. Wir sind letztes Mal unten in der zersplitterten Flasche stehen geblieben und sollen als nächstes für die Mission ein einfältiger Halunke mit Mercer freisprechen. Das machen wir doch gleich als nächstes. Auf Brynjolf brauchen wir jetzt nicht warten. Ist hier noch was Schönes für mich drin? Nö. So, wo, da ist er doch. Mercer, was gibt es? Ah, da seid ihr ja. Ich habe meine Kontakte zu den Informationen befragt, die ihr aus Gut Goldenglanz beschafft habt. Aber mit diesem Symbol kann niemand etwas anfangen. Ja, und jetzt? Ich habe dieselbe Markierung bei der Honigbräu-Brauerei gefunden. Offenbar versucht unser Gegenspieler uns indirekt aufzureiben, indem er Maven Schwarzdorn verärgert. Sehr gerissen. Bewundert ihr sie? Vielleicht sollten wir sie rekrutieren. Schlau oder nicht, sie müssen sterben. Wir sind ja nicht die dunkle Bruderschaft. Also sterben müssen sie nicht. Zur dunklen Bruderschaft kommen wir übrigens noch. Deswegen frage ich einfach mal ganz vorsichtig, ob er sie bewundert. Sie verfügen über umfangreiche Mittel und bleiben seit Jahren unerkannt. Ich bin beeindruckt, dass sie es so weit geschafft haben. Verwechselt meine Bewunderung aber nicht mit Nachlässigkeit. Unser Erzfeind wird teuer bezahlen. Wie lassen wir sie dafür bezahlen? Weil sie trotz all ihres Prahlens und Planens einen Fehler gemacht haben. Das Pergament, das ihr besorgt habt, erwähnt einen Gajolai. Laut meinen Quellen ist das ein alter Deckname eines unserer Kontaktmänner. Sein wirklicher Name ist Gulum Ai. Ein schleimiger Dreckskerl. Toller Deckname. Gajulei zu Gulumei. Oder andersrum. Ist ja echt raffiniert, Mensch, Mercer. Hast ja mal ordentlich einen rausgehauen. Wo soll ich denn eigentlich anfangen? Gulumei ist unser Maulwurf bei der Ostkaiserlichen Handelsgesellschaft in Einsamkeit. Aha. Ich wette, dass er beim Verkauf von Gut Goldenglanz als Mittelsmann beteiligt war und dass er uns zu unserem Käufer führen kann. Geht da raus, macht ihm Druck und schaut, was ihr herausfinden könnt. Wenn ihr Fragen habt, solltet ihr vor der Abreise noch mit Brynjolf reden. Okay, alles klar. Optional sprich mit Brynjolf. Das machen wir auf jeden Fall, weil Brynjolf blickt auf den Weg. Hey, ich will mit euch reden. Ich kann gar nicht glauben, dass Gulumei in all das verwickelt ist. Dieser Argonia könnte seinen Schwanz nicht mit beiden Händen finden. Versteht mich nicht falsch. Er könnte einem Bettler den letzten Septim abnehmen. Aber der Allerhellste ist er nicht. Denkt ihr, er wird Probleme machen? Er ist eine der stursten Echsen, die ich je getroffen habe. Das wird keine leichte Aufgabe. Und wie bekomme ich ihn zum Reden? Ihr müsst ihn bestechen. Nur so bekommt ihr seine Aufmerksamkeit. Stechen, okay. Wenn das nicht funktioniert, folgt ihm und seht, was er macht. Wie ich Gulumei kenne, wächst ihm alles über den Kopf. Das könnt ihr als Druckmittel benutzen. Verrat oder nicht, ich lasse ihn am Leben. Für diesen Verrat wird er uns bezahlen. Wenn er uns verraten hat, bringe ich ihn um. Also er wird dafür bezahlen auf jeden Fall. Das ist wohl wahr. Und mit seinem Zugang zur Ostkaiserlichen Handelsgesellschaft wird sich das für uns auszahlen. Falls es nicht klar sein sollte, wir wollen nicht, dass ihr ihn tötet. Okay. Bleibt ihm erst einmal auf den Fersen. Dann wird er irgendwann einen Fehler begehen. Okay. Viel Glück in Einsamkeit. Also, wir haben gerade gelernt, wir haben gerade gesagt bekommen, wir müssen auf jeden Fall nach Einsamkeit. Und dieser Gulumei ist scheinbar bestechlich. Und dann wollen wir mal gucken, ob wir ihn möglicherweise bestechen können. Im Endeffekt wird er ja der Gilde das doppelt und dreifach zurückzahlen. Das, was er verbrochen hat. Einsamkeit. Da kann ich nämlich mit der Kutsche hinfahren. Muss ich aber erstmal zu den Stallungen laufen. Aber die sind ja gleich hier vor der Tür. Und dann wollen wir mal sehen. So. Ich kann euch zu jeder Hauptstadt der Fürstentümer. Ich möchte eure Kutsche mieten. Ich möchte nach Einsamkeit. Klettert wieder hinein, dann sind wir weg. Na dann mal los. Seid ihr zum ersten Mal in Einsamkeit?
schöne alte Stadt. Hauptstadt von Himmelsrand, aber das... Es ist immer schön, wenn die Texte abgeschnitten werden von den Ladebildschirmen. Der hat doch nie im Leben die Möglichkeit, das voll auszusprechen hier. Lavendel. Zutaten nehmen wir mit, wisst ihr ja bereits. So. Warum wir aber auch so weit hier unten ausgelassen werden, keine Ahnung. Aber, naja. Sollen uns nicht weiter stören. So. Da sind wir in Einsamkeit. Oh, was ist denn hier los? Sagt ihm, dass er es nicht war. Alle auf Position. Swari, ihr müsst nach Hause. Geht und wartet dort, bis eure Mutter kommt. Was könnte das zu bedeuten haben? Die Rückkehr des Drachenbluts? Und wem von uns würde eine solche Ehre zuteil werden? Das bin ich. Eine Macht ist, der seinen Großkönig verraten hat. Besser, sie erfährt es gleich, Advar. Macht schon weiter. Jetzt kommen. Dich, Vivien. Rockwir, ihr habt Ulfric Sturmmantel geholfen, aus dieser Stadt zu fliehen, nachdem er Großkönig Torrik ermordet hatte. Indem ihr das Tor für Ulfric geöffnet habt, habt ihr die Bewohner von Einsamkeit verraten. Verräter! Es ist überhaupt kein Mord geschehen. Ulfric hat Torrik herausgefordert. Er hat den Großkönig in einem fairen Kampf besiegt. So ist es bei uns Brauch. Dies ist die uralte Tradition von Himmelsrand und aller Nord. Tolle Emotionen. So, kannst jetzt aber auch mal losgehen. Ich will, dass jemand geköpft wird. Los! Auch wenn er eigentlich nichts Falsches gemacht hat, finde ich. Breche ich auf nach Sovngarde. Schön. Alles klar. Kriege ich jetzt einen Strike wegen... Eine schöne Torwache wart ihr. Ja. Was kriegt man dafür für einen Strike? Ein Tor und dafür wird er... Weiß ich nicht. Mir auch egal. Ich hatte gedacht... Okay, ich kann mit keinem reden. Auch egal. Ich muss da hinein. Dann gehe ich doch mal in den zwinkernden Skever. Nun, was haben wir denn hier? Lasst mich raten. Eurem Geruch nach zu urteilen, würde ich sagen, dass ihr von der Gilde kommt. Aber das kann nicht sein. Ich habe Mercer gesagt, ich will nichts mehr mit ihr zu tun haben. Ist es aber trotzdem so. Ich bin wegen Gut Goldenglanz hier. Ich mache keine Geschäfte mit Grundstücken oder Immobilien. Wenn ihr jedoch Waren sucht, seid ihr am richtigen Ort. Das Theater könnt ihr euch jetzt sparen, Gajulei. Oh, wartet. Habt ihr Gut Goldenglanz gesagt? Ich muss mich entschuldigen. Ich muss leider zugeben, dass ich sehr wenig weiß über diese Imkerei, wenn ich mich nicht täusche. Ihr wart der Makler für seinen neuen Besitzer. Vielleicht ja, vielleicht nein. Ich kann mich nicht an jedes Geschäft erinnern, das ich durchgeführt habe. Bestechen war ja das, was wir machen sollen. Deswegen werden wir das auch mal machen. Was ist nötig, um den Käufer zu identifizieren? Nun, jetzt wo ihr es erwähnt, es gibt da etwas, an dem ich sehr interessiert bin. Ah. Ich habe einen Käufer für eine Kiste Feuerbrandwein. Zufällig liegt eine einzelne Kiste im Blauen Palast. Bringt sie mir. Dann reden wir über Gut Goldenglanz. Alles klar. Schöne Kiste Feuerbrandwein. Ich gehöre der Diebesgilde an. Kinderspiel. So. Aus dem Palast sollen wir das stehlen. Der Palast, das weiß ich, ist am anderen Ende dieser Stadt. Wir werden noch gleich drauf gucken können. Und eins gibt es noch. Ich freue mich, wenn wir dieses Haus hier kaufen können. Das dürfte dieses Haus sein. Weil das ist mein Lieblings... Genau, gut, Stolzspitze. Das ist mein Lieblingshaus, was man erwerben kann in diesem Spiel. Abgesehen von den Häusern, die man noch selber bauen kann. Das werden wir uns auch irgendwann mal kaufen. Aber zuerst wollen wir genug Geld uns
ranschaffen, um Briesenheim in Weißlauf zu kaufen. So, wir sind da. Im Blauen Palast müssen wir Feuerbrandwein stehlen. Wo ist dieser? Na gut, das weist uns schon darauf hin. Ich glaube, das ist nicht allzu schwer. Wir ducken uns mal, damit wir nicht gesehen werden. Und fertig. Wir bringen das Gulum-Ei oder Gajul-Lei dann mal zurück. Das war jetzt einer meiner einfacheren Übungen. War jetzt keine große Schwierigkeit da drin, das zu stehlen. Es ist schade, dass wir noch nicht bis da hinten durchrennen können, weil wir noch zu wenig Ausdauer haben. Aber das kommt dann noch später. Dann haben wir mehr Ausdauer und können ein bisschen länger rennen und müssen nicht so langsam durch die Gegend latschen. So. Ich finde auch persönlich, optisch gesehen, Einsamkeit somit am schönsten. Eine riesengroße Festung, der blaue Palast da hinten. Und wir werden Einsamkeit auch gleich noch von außen sehen. Bei den Göttern, falscher Laden. Finde ich eine sehr, sehr schöne Stadt. Zusammen mit Markat wirklich sehr, sehr schön. So. Oh, wie ich sehe, habt ihr den Wein. Ich hab den Feuerbrandwein, ja. Reden wir. Gut. Wir wollen ja nicht, dass der Käufer ungeduldig wird und sich anderweitig umsieht, nicht wahr? Hier, nehmt das. Ich kann damit ganz sicher nichts anfangen, aber irgendwas muss ich euch ja für die Waren geben. Versuchst du mich jetzt zu bestechen? Keineswegs. Ich betrachte das als Investition in eine Verlängerung meines Lebens. Ach so. Ich sage euch alles, was ich über Gut Goldenglanz weiß. Ich wurde von einer Frau angesprochen, die mich als Makler für etwas Großes anheuern wollte. Sie hat mir einen großen Sack Gold ins Gesicht gehalten und sagte, dass ich nichts tun müsste, als Aringot für das Gut zu bezahlen. Ich habe ihnen das Geld gebracht und dafür ihr Exemplar der Besitzurkunde bekommen. Hat sie gesagt, warum sie das getan hat? Überhaupt nicht. Ich stelle in der Regel auch nicht viele Fragen, wenn ich beruflich unterwegs bin. Das versteht ihr doch sicher. Allerdings ist mir aufgefallen, dass sie ziemlich sauer war, und zwar auf Mercer Frey. Das war's. Nicht mein Name? In diesem Geschäft geben wir nicht viel auf Namen. Wer wir sind, wird dadurch bestimmt, wie viel Geld wir bei uns haben. Ich glaube, dass ihr lügt. Übrigens sehr schöne Musik im Hintergrund für diese schöne Situation. Oder vielleicht auch nicht so schöne Situation für dich, Gulum-Ei? Schaut, mehr weiß ich nicht. Ich habe nie versprochen, alle Antworten zu haben. Da unsere Transaktion beendet ist, werde ich mich jetzt auf den Weg machen. Okay. Ich muss jetzt Gulum-Ei beschatten. Und das, meine lieben Freunde, dauert manchmal so ein bisschen. Oder dauert eigentlich in der Regel recht lange, weil der nie rausgeht. So. Ich spreche nochmal mit dem hier. Fühlt ihr euch krank? Habt ihr in letzter Zeit Gerüchte gehört? Habt ihr diesen Schrein von Azura gesehen? Es heißt, die Dunkelelfen hätten ihn nach ihrer Flucht aus Morrowind gebaut. Ziemlich beeindruckend. Besuche den Schrein von Azura. Denkt an den Zwinker, ich spreche eigentlich so mit fast jeder Person einfach nur auf der Suche nach ein paar Quests. Aber mit den meisten Leuten werden wir später noch reden. Ich möchte das jetzt auch nicht so lang in die Länge ziehen, dass ich jetzt mit jedem Einzelnen rede, aber mit dem rede ich nochmal. Habt ihr vielleicht einen Septim übrig? Hab im großen Krieg ein Auge verloren. Sonst würde ich mir mein Geld selbst verdienen. Wie lautet eure Geschichte, alter Mann? Früher war ich einer der besten Kundschafter der Armee. Ich habe in der Wildnis alle gefährlichen Orte aufgespürt, die uns Probleme bereitet hatten. Ich habe meinen Helm in einer der alten Höhlen verloren. Mein schöner, schöner Helm. Danach ging es mit meinem Leben immer weiter bergab. Ich habe so vieles verloren. Was ist, wenn ich den Helm für euch suche? Das würdet ihr tun? Na klar. Ich hätte ihn natürlich sehr gerne wieder. Ich würde euch auch einige meiner Kundschafterkniffe zeigen.
Ja, machen wir das doch und nehmt noch ein Goldstück. Oh, vielen Dank. Mögen die Göttlichen euer gütiges Herz segnen. Gut. Geschenk aus Nächstenliebe hinzugefügt und Gold entfernt. So, jetzt wollen wir aber mal Gulum Ai hinterher rennen. Der ist jetzt schon ein bisschen weiter voraus. Das ist ganz gut, weil ansonsten hätten wir ganz langsam hinter dem Mann herlaufen müssen. Und das dauert Ewigkeiten. Aber er scheint schon recht weit gekommen zu sein. Das ist gut. Müssen wir eben nicht so lange hinterher rennen. So, an der Kutsche vorbei. Ist er das? Nee. Katlas Hof entdeckt. Das ist das hier. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ist er hier irgendwo auf der Treppe? Da! Gulum Ai. Das Ding ist, es ist gar nicht schlimm, wenn Gulum Ai Vorsprung hat oder so, weil er wird uns immer angezeigt. Aber wenn wir hinter ihm herlaufen, können wir noch ein bisschen Schleichen verbessern. Das ist ganz gut. Also selbst wenn wir uns jetzt hier richtig viel Zeit lassen würden, wir können auch erst andere Quests machen. Bleibt diese Quest weiterhin aktiv. Und wir brauchen uns keine Sorgen zu machen, dass Gulum Ais Mission dann nicht mehr verfügbar ist und wir die Diebesgilde nicht weitermachen können. Das passiert definitiv nicht. Dass er mich aber auch nicht entdeckt, Trottel. So, ich gucke immer mal ganz gerne hier rein. Vielleicht ist hier ja was. Ein bisschen Gold oder so. Ne, nix. Na gut. Ja, geh mal da hinten rein. Sehr gut. Lagerhaus der Ostkaiserlichen Handelsgesellschaft. Mich sieht keiner. Ich kann das Schloss knacken. Okay, dann ist es da. Sag ich doch. Haha. Und rein mit mir. Wir könnten hier versuchen, wieder durchzuschleichen. Wir können es aber auch auf die harte Tour versuchen. Na, was heißt die harte Tour? Ich glaube, so mächtig sind die Gegner hier drinnen nicht, dass wir das nicht schaffen. Ist das hier einer? Ja, das ist einer. Oh. Eine Ziege. Alles klar. Wenn du dich gleich wieder dahin stellst, weil mir sollte hier eigentlich keiner entgegenkommen, werde ich nochmal einen Pfeil auf dich jagen. Und dann solltest du eigentlich hinüber sein. Aber wir gehen schon mal ein Stückchen weiter. Sollte nichts ausmachen. Gehen wir mal hier hin. Laufen wir gleich nach oben. Genau, da kommt es da wieder. Aber wo stellst du dich hin? Wo war dein Platz hier vorne? Neben dem Boot, oder? Na? Oder bleibst du da oben stehen? Andersrum. Oh, das war wieder ein anderer. Mensch! Ah, du warst das. Oh, ich bin so blöde. Du bist kaputt. Alles klar, perfekt. So, das nächste ist du. Vielleicht nicht. Dann du Ziege. Dann du Ziege. So. Aus der Ziege könnte ich vielleicht was rausholen. Komisch, aber aktuell nicht dran. Naja, auch nicht so tragisch. Gibt es hier oben etwas Schönes? Bestimmt. Eine Urne. So. Du hast noch keinen Schaden bekommen, glaube ich. Oder warst du das mit Schaden? Ja, du warst das mit dem Schaden. Dann sieht mich keiner, wenn ich dich jetzt
mit dem Bogen beschieße. Genau. Ihr rennt da nur hin. Das könnt ihr gerne machen. Habe ich kein Problem mit. Und als nächstes... Ah, das da hinten ist Gulum Ei. Ist das schlimm, wenn der Leichen sieht? Ah, scheinbar nicht. Verdammt. Ich bin so blöd. Okay. Da habe ich mich gerade ein ganz schön Stück knubbelig angestellt. Wenn der jetzt hier wieder zurückkommt... Das war aber knapp. Gut, dass ich den da vorher noch gesehen habe. Sonst wäre das blöd geworden. Sonst hätten sie mich gesehen. Oh, kommt hier hoch. Dann muss ich mal gerade ein bisschen umdisponieren. Verfolgt mich nämlich. Aber jetzt bin ich gleich... Jetzt bin ich weg. Werden wir jetzt auch kriegen. Boah, ich schieße wieder daneben, ey. Unglaublich. Es ist schön, dass die immer Heilungstränke dabei haben. Das freut mich schon so ein bisschen. So, hier oben gucken wir einmal. Ob es hier was Schönes gibt. Salz. Keine Gegner, oder? Na, scheint nicht so. Okay, der war leer. Aber eine Truhe. Lehrling. Oh, okay, das war zu viel. Perfekt. Und wieder ein Level hoch. 64 Gold. Sehr schön. Sehr, sehr... Ich weiß nicht, ob das ein Gegner war, aber er hat geschlafen. Aber er war auch mit einem Schuss tot, also... Keine Ahnung. So, wir gehen einfach mal hier durch, hierher runter. Hier war ja sonst gar kein Gegner mehr. Und laufen mal geschwind weiter. Hier liegen so ein paar Sachen. Nichts Tolles. Nein, davon brauche ich nichts. Instrumente brauche ich nicht, aber hier ist eine Kiste. Auch wieder Lehrling. Dann ist das hier. Jawohl. Dietrich. Oh, sehr schön. Ups. So. Der eine liegt hier. Gold, auch wieder Heilungstränke und wieder einen Eisenpfeil. Sehr schön. Ja, den Eisenpfeil suche ich jetzt nicht, den ich hier irgendwo verschossen haben muss. Aber hier, du hast auch nochmal Gold dabei und Heilungstränke. Aber kein Pfeil für mich. Schade. Naja, egal. Wir müssen da unten hin. Erstmal gehen wir hier hoch. Weil hier oben gibt es ja scheinbar auch noch was. Oh, Knoblauch. Trocknetes Elfenohr. Alles Zutaten. Ich sehe das schon kommen. Gleich sind wir voll beladen und können uns nicht mehr schnell bewegen. Dann müssen wir aussortieren. Das passiert mir immer wieder. So, hier noch was drin. Was uns gefallen könnte? Nein. Da hinten? Ja, da hinten war ich. Okay. Bücher. Keine wertvollen Bücher. Knoblauchzapf. Und Schrank. Vielleicht ist da Gold drin. Nein. Aber hier liegt etwas Gold rum. Sehr schön. Liegt überall noch ein bisschen Gold rum. Mensch. Nehme ich alles mit.
Ringe. Sehr schön. Ein Silberring nehmen wir nicht mit, aber einen goldenen Diamantring auf jeden Fall. Und ostkaiserliche Handelsroutenkarte. Das habe ich mir schon gedacht, dass Delvin die wieder haben möchte. Die bringen wir ihm natürlich mit. Aber hier liegt noch ein Stück Gold, das haben wir vergessen. Das können wir natürlich nicht liegen lassen, ganz klar. So. Weiter geht's. Wir müssen hier unten rein, aber vorher gucken wir noch einmal da hinten, weil da waren wir noch nicht. Oh, ich sehe da ganz viele Zutaten liegen. Trollfett. Trollfett wiegt viel. Das ist so. Aber solange wir nicht überladen sind, nehmen wir das einfach alles mit. Und Zaubertränke, jawollo. Nehmen wir alle mit. Das lohnt sich hier durchzugucken scheinbar. Ah, hier kann man Bilanzfälschung machen. Da haben wir aber keinen aktuellen Auftrag für hier. So. Ah, hier hinten war das, genau. Einmal hier durch. In dem Fass was drinne. Nein. Und in die Salzwassergrotte. So, die Salzwassergrotte. Die fangen wir jetzt mal an. Da ist eine Falle, die sehe ich ja auch. Ha! Eine Falle für Lutscher, ne? Das war gut. Und du hast Pfeile für mich dabei. Das freut mich. Du nicht. Aber du hast Gold dabei. Und ich krieg einen Eisenpfeil von dir zurück. Sehr schön. So, weiter geht's. Da unten schwimmt ein Gegner. Warum auch immer. Sehr schön. Und da ist noch jemand um die Ecke, scheinbar. Aber der kommt nicht auf uns zu. Okay. Dann gucke ich erstmal, was die so dabei haben. Ein bisschen Gold. Mein Eisenpfeil kriege ich wieder. Sehr schön. Also hier muss irgendwo ein Gegner sein. Weil der hat uns gehört. So. Hier oben. Aha. Was ist denn das Schönes? Dann wollen wir doch mal mit Flammen da dran gehen. Du bist das. Da haben wir auch mal jemanden mit Magika getötet. Ey. So aber nett. Nehmen wir doch mal lieber den orkischen Bogen wieder. Sechs Gold und Eisenpfeil. Da war nichts dabei. Aber hier. Schön. Hat das jetzt was gebracht, dass wir hierher gelaufen sind? Wahrscheinlich nicht. Oder? Ich weiß nicht, wo wir sind. Ach du meine Güte, jetzt sind wir wieder am Start rausgekommen. Aber das ist gut, weil ich habe hier drei Zaubertränke vergessen. So, weiter geht's. Dann müssen wir einmal hier rum. Ist hier jemand? Was hat es mir gerade angezeigt, was ich mitnehmen kann? Das hier? Nee. Da ist ein Gegner. Banditengesetzlose, alles klar. Ja. Was ist jetzt passiert? Oh, ich hab nicht. Oh, oh. Irgendwas ist hier gerade ganz schön defekt. Ich muss mal gucken und auf die Flammen wechseln und wieder zurück auf den Bogen.
Weil irgendwie wird er gerade am rumbacken. Da oben bin ich nicht. Madame. Hier bin ich. Tschüss. So. Wo liegt sie? Hä? Hä? Bin ich jetzt blind? Ach, da. Mein Gott. Wie es aber in dieser Höhle weitergeht, das sehen wir das nächste Mal. Wir haben jetzt 30 Minuten rum. Die Folgen sind ja immer so um die 30 Minuten lang in der Regel. Deswegen sage ich jetzt einfach mal, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen da, wenn ja. Und lasst ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!